genau an dieser Stelle hier in der Stadtwildnis, einem Park in der Meiselgasse im 3. Wiener Gemeindebezirk, findet eine Spaziergängerin am Sonntag am Vormittag um 10.40 Uhr eine männliche Leiche liegen. Die Leiche ist unter Zweigen und Gestrüpp und Blättern versteckt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Mordes, denn es sind stumpfe Schädelverletzungen festgestellt worden, vermutlich von einem Ast. Auch eine verdächtige Person ist festgenommen worden. Die Person hat hier ja verdächtige Kreise um den Tatort gezogen und immer wieder auch hierhin geblickt. Und jetzt momentan läuft die Einvernahme der Polizei, die diese verdächtige Person eben jetzt gerade befragt. Am Dienstag möchte sich die Polizei dazu genauer äußern. Aber feststeht, wir haben es mit einer Leiche zu tun, die womöglich wirklich von einer anderen Person umgebracht worden ist. Also Mordalarm im 3. Wiener Gemeindebezirk hier in dem Stadtwildnispark, der sehr versteckt hier von der Stadt in diesem Park ja schwer zu finden ist. Und das ist auch ein Platz, wo man ja vielleicht sich nicht wohlfühlt, wenn man nachts spazieren geht. Der Park wird zwar zugesperrt, aber ist immer wieder sehr einfach von der Seite zugänglich. Also das wirklich eine spannende Geschichte hier in diesem Park, wo eine männliche Leiche am Sonntag um 10.40 Uhr entdeckt wird. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Mordes. Auch ein Ast wird sichergestellt, die vermutliche Tatwaffe. Weiteres wird die Polizei sicherlich in Kürze dann verlautbaren.